Moin moin Fans der seichten Unterhaltung, hier sind wir wieder beim Bus-Simulator. Ich bin euer echter Hamburger Export und wir fahren heute durch Rom. Jo, jetzt wird das hier mal alles bisschen ernster, wa? So, wollen wir mal sehen, wie kommen wir denn hier voran? So, okay. Natürlich wie in einem echten Bus wird das alles über Tiltsteuerung gesteuert. Das muss sich anfühlen wie in echt. Und wenn ich hier diese Stadt sehe, sehen wir hier links hier das Kolosseum. Das ist Rom, wie wir das schon aus Assassin's Creed kennen. So, stehen geblieben. Einsteigen bitte. Können bestimmt alle gar kein Deutsch, aber das ist okay. Müssen sie nicht. Die müssen einfach nur hier die Fahrt hier genießen. Einfach geradeaus. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 100 Erfahrungspunkte bereits gesammelt. Das ist wunderschön. Da ist schon die nächste Bushaltestelle. Ich mache mal eine Vollbremsung. Das klappt natürlich wunderbar wie im echten Leben. Die Leute schreien in den hinteren Bänken, aber das ist okay. So, bitte einsteigen und aussteigen, je nachdem wie sie wollen. Keiner will aussteigen. So sind die Leute in Rom. Da gibt es nur eine Station, wo alle raus wollen, ansonsten kommen sie alle nur rein. Rote Ampel. Ja, was so in der Scheiß hier? Kann ich irgendwie meine Wut zum Ausdruck bringen? Sowas? Nee. Nix hupen. Also dann ist das für mich aber auch kein echter Simulator, du. Rom ist ja eine sehr leere Stadt, wie man sieht. Hier ist nicht viel los. Vorne sehen wir ein Auto. Die Welt poppt einfach so ein. Das ist normal. Müssen wir uns keine Gedanken machen. Hier sind die nächsten Bagagemenschen hier. Komm rein in meinen Bus. Wir haben noch viel Platz. Also ich muss ja sorgen, das ist so ein Bus-Simulator. Den kann jeder verstehen. Das ist ja nicht so mit mehr Knöpfchen drücken und so. Diet, diet, diet. Nee. Einfach einsteigen, losfahren und die Leute einsammeln. Och Leute, ihr müsst doch nicht so rumstreuen. Einsteigen bitte, wir wollen sofort weiter hier vorwärtsgang. Weiter geht der Spaß hier. Rote Ampeln, da sehe ich nichts. Ich bin Bus, ich habe immer Vorfahrt. So. Moin, einsteigen bitte. Ist beeindruckend, keiner will raus. Keiner will aus diesem Bus raus. Die sind alle geflasht, die Leute. Mit Vollgas gehen wir nun in die Kurve rein. Mal gucken, ob das der alte Bus noch hinbekommt. Ja, überhaupt kein Problem. Und jetzt wieder Vollbremsen. Das rollen die Leute wieder, das ist okay. Das kann ich mir leisten. So, ja. Da ist der dicke Mann mit seinem Aktencover. Jeden Morgen steht hier der dicke Mann mit dem Aktencover. Hole ich ihn ab und sage, guten Morgen, Herr Mann. Mit dem Aktencover. Sie sehen aber heute wieder slank aus. Das sage ich nur, um freundlich zu sein. Dann ist er immer viel glücklicher und gibt mir auch manchmal ein bisschen Trinkgeld. Aber was soll ich mit dem Trinkgeld? Hier gibt es keine Fistbrötchen oder sowas. Stop! Wieso denn stop? Ticket-Checking? Nö. Das ist ja wichtig. Nicht, dass hier irgendeiner Swords fährt. So. Ein Augenblick. Jo, da ist er wohl abgehauen, du. Da ist er weg. Naja. Beim nächsten Mal vielleicht. Was macht denn das Zelte auf der Straße? Ist ja unglaublich. Und wieder dran vorbeigefahren. Man, man, man. Anders drehen. Oh, da sind sie platt. Crash. Das war ein Crash. Kein Problem, sag ich da. Geh mal ein bisschen geradeaus hier, ein bisschen nach vorne. So. Alle, die nicht platt gemacht sind, bitte einsteigen. Danke. Boah, da geht die lustige Fahrt, du. So. Jetzt
Galant die Rechtskurve bei Rot, das ist egal, uns kontrolliert hier keiner. Wir fahren hier wie in der Türkei, wie in Frankreich, das ist alles egal, Italien gehört dazu. Da hinten sehen wir schon das Ende der Welt, das ist wunderschön. Ich mag es hier auch wenigstens blaue gucken kann, erinnere mich an die Heimat, alles flach, so mag ich das. Also als ich Kind war, da wollte ich ja immer Zugfahrer werden. Aber irgendwie klappte das nicht. Und dann dachte ich mir, na komm, alternativ mach doch was mit dem Bus. Und es hat geklappt, du. Jetzt bin ich hier in Rom und fahre hier meinen Bus. Ist wunderschön, du. Wunderschön. Also ein schöneres Leben kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, ich könnte einen Zug fahren. Das wäre noch schöner. Aber Rom hat auch schon die besten Tage hinter sich, ne? Das sieht hier alles ja ein bisschen schwammig aus. Ich würde fast sagen, das sind alles hier schwammige Texturen. Schwammige Texturen überall, soweit das Auge reicht. Und flackernde Schatten haben die in Rom auch. Das flackert, du. Also, nee. Hätten wir sowas damals auf dem Kutter gehabt, du, ich sag dir. Captain wäre abgedreht. Warum halten wir hier den? Hier ist doch gar keiner. Ach, siehste, da wollen sie alle raus. Ich hab's gesoft. Jetzt kommt hier noch Werbung für ein anderes Spiel. Da kann man bestimmt Taxi spielen in der Galaxie. Da ist man eine Legende, du. So, 1600 Erfahrungspunkte. Na, würde ich mal sagen, das ist doch ziemlich erfolgreich für meine erste Fahrt in Rom. Naja. Na komm, eine Fahrt mucken wir noch. Eine geht noch. Dann ist aber gut. So. Goss geben. Hamburger Export ist wieder unterwegs. Bringt die Leute erfolgreich an ihr Ziel, egal wohin sie wollen. Aber am besten ist, wenn das irgendwo an der Haltestelle ist. Und da kommen wir garantiert vorbei. So, grün geworden. Schlagartig. Ich habe keine Ahnung, in welcher Stadt wir jetzt sind. Ich sag einfach mal, wir sind in Berlin. Das sieht mir aus wie in Berlin. Überall diese schwammigen Texturen. So. Schlonglinien, dann kommen wir auch sicher an. Punktgenau bleiben wir hier stehen. Einsteigen, Leute. Wir haben noch eine weite Reise vor uns. Ich hatte ja meinen Kollegen gehabt. Der war ein bisschen anders drauf. Der war also ein bisschen Mischugge war der, wie wir hier sagen. Der hat immer gesungen wegen der Fahrt. Der hat sich immer selbst hochleben lassen. Fand ich ja ein bisschen albern. Muss ja nicht immer sein, wenn man sich selbst als den Besten ansieht. Ich würde dir sagen, ich bin der beste Busfahrer überhaupt. Also wenn, dann wohl ein Hoch auf mich. Aber naja. Berlin ist jetzt ja auch nicht so die Herausforderung. In Hamburg, du. Da ist das schwer mit dem Bus vorn, du. Wir haben Kreuzungen, da wird ihr nicht ganz klar. Da habt ihr keine Ahnung, wo es hier wo lang geht. Hier ist ja nur Kreuzfahren. Das ist ja hier Catcar ist das. So, was ist los? Wie? Wie ist nicht richtig? Steh doch drauf. Mensch. So. Einsteigen. Leute, macht alle hin. Ja, in Berlin sind ja noch in Aufbau, wie man sieht. Das ist hier alles noch nicht fertig, aber die sind schnell. Die bauen Häuser schneller auf, als ich reden kann. So. Was ist denn da hinten? Kann man da hin? Ach, sieh mal einer an. Da ist Berlin zu Ende. Haben noch nicht fertig gebaut, ne? Ja. Da muss man ja aufpassen, du. Das ist ja hier, ne? Die Erde ist eine Scheibe. Muss man aufpassen, dass man von der Scheibe nicht runterfällt. Meine Damen und Herren, wir verlassen die normale Welt, begeben uns nun in die Hölle. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise. Wenn Sie jetzt nach links raussehen, sehen Sie die Welt. Das ist okay. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt. Das war Ihre letzte. Deswegen sollte sie besser gut sein. Mit den Worten verabschiede ich mich und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Beglücken Sie uns gerne wieder im nächsten Leben. Wir sind einzigartig, denn wir können tief fallen.
aber kommt immer wieder hoch. Ja.